Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius, dans l'air frais des Pays-Bas aujourd'hui. Dar und willkommen zu Xenius. Ist das nicht schön hier? Hm? Also stellen Sie sich das jetzt mal bei Sonnenschein vor und schon sind Sie da, wo andere Menschen Urlaub machen, nämlich am Strand in der Nähe von Den Haag in den Niederlanden. Aber Obacht, das alles hier ist aus und auf Sand gebaut. Das alles hier, nicht nur dieser Strand, auch die Sandbänke hinter uns, ist künstlich. Es wurde als Küstenschutzmaßnahme eingerichtet, weil an vielen Stellen an der Nordseeküste treibt das Wasser riesige Mengen an Sand weg von der Küste. Und das Problem ist dauerhaft nicht gelöst. Der Meeresspiegel steigt und einige Strände sind langfristig in Gefahr, wenn wir nichts tun. Deswegen wollen wir heute wissen, wenn ganze Strände verschwinden und Inseln dem Untergang geweiht sind, was kann die Wissenschaft dann dagegen tun? Wie kann sie unsere Küsten schützen? Das fragen wir heute Küstenschutzexperten hier und wir verschaffen uns einen Überblick von da draußen vom Meer aus und welcher Verkehrsmittel wir uns dabei bedienen. Seien Sie mal gespannt. Um unsere Küste zu erhalten, spielt der Sand eine zentrale Rolle. Ganz besonders für eine Nordseeinsel, die in Deutschland ein bisschen den Ruf von Saint-Tropez in Frankreich hat. Sylt, das Eiland der Schönen und Reichen, droht zu verschwinden. Denn hier reißen die Wellen den Sand fort vom Land. Jedenfalls, solange der Mensch sich nicht dagegen wehrt. Arvst Hinrichsen hat diese Aufgabe übernommen. Dafür braucht er vor allem Sand. Genauer gesagt, er braucht ganze Strände, um Sylt zu retten. Denn die kleinen Körner sind hocheffiziente Küstenschützer. Sie bremsen die Kraft der Wellen. Doch es gibt ein Problem. Das Wasser trägt den Sand davon. Dieser Seegang ist jetzt schräg zur Küste. Wir sehen, dass die Wellen zunächst hier brechen und dann weiter im Süden. Diese Wellen nehmen den Sand mit und transportieren den entsprechend nach Süden. Und dadurch verliert die Insel eigentlich auch an Substanz. Wenn die Wellen immer nur senkrecht auf die Küste zulaufen würden, dann würde die Insel insgesamt keine Substanz verlieren. Der Sand würde innerhalb des Systems bleiben. Seit Jahrhunderten versuchen die Menschen auf Sylt den Sand dort zu halten, wo er das Land beschützt. Um die sandraubenden Wellen zu brechen, bauten sie hunderte Barrieren ins Meer, sogenannte Buhnen. Doch kein Material hielt dem Meer dauerhaft stand. Ganz zu schweigen davon, dass das System nicht funktionierte. Durch den Bau der Buhnen sollte der Strand breiter werden. Das Problem war, dass diese Buhnen den Sand letztendlich dauerhaft nicht festhalten konnten. Diese Buhnen, die jetzt hier so stehen, die haben eigentlich keine Wirkung, weder positiv noch negativ. Wenn die Buhnen den Sand nicht am Land festhalten können, müssen Männer wie Arvst Hinrichsen den Sand eben immer wieder aus dem Meer zurück zum Land bringen. Jedes Jahr aufs Neue gewaltige Mengen. 2 Millionen Tonnen Sand saugt dieses Baggerschiff etwa 3 Kilometer vor der Küste vom Meeresgrund ab und pumpt ihn auf den Strand. Nur der Sand ohne Wasser würde ausreichen, ein 100 Meter tiefes Loch so groß wie ein Fußballfeld komplett auszufüllen. Das Baggerschiff mit dem passenden Namen Thor sorgt dafür, dass nirgendwo auf Sylt der Strand schmaler ist als der Strafraum eines Fußballfeldes. Im Laufe der Jahre haben Arvst Hinrichsen und seine Mannschaft ganze Arbeit geleistet. Sie haben so viel Material an Land gebracht, dass Teile der Buhnen inzwischen metertief unter Sand liegen. Ohne Sand würde der Küstenrückgang hier weiterhin stattfinden, ungefähr 1 Meter pro Jahr. Und durch die Sandaufspülung haben wir eben einen Puffer gewonnen von 30, 40 Meter. 30 Meter Strand, der viel Geld kostet. Rund 6 Millionen Euro pro Jahr. Deshalb versteht der Mann vom Küstenschutz auch keinen Spaß mit seinem wertvollen Material. Für Touristen heißt das Finger weg von Eimer und Schaufel. Strandburgen sind heutzutage auch nicht gerne gesehen, weil die Strandburgen an sich natürlich die Nutzbarkeit des Strandes einschränken, ganz klar. Aber zum Zweiten, und das ist eher der Aspekt des Küstenschutzes, dass sie denn die Mobilität des Sandes erhöhen.
Der Sand, der dann aufgeworfen wird zu diesen Häufchen, der würde hier außen schnell trocknen. Und wenn Wind kommt, dann würde dieser feine Sand auch verwehen. Klingt vielleicht kleinlich, ist es aber nicht. Denn jedes Sandkorn ist wertvoll und schnell wieder weg. Besonders die kleinen Sandkörner fegt der Wind davon. Die größeren raubt das Meer. An ihrem ständigen Ersatz führt auf Sylt kein Weg vorbei. Wenn vor Westerland kein Sand aufgespült worden wäre, dann würde dort überhaupt kein Strand sein. Das heißt, jetzt bei Hochwasser könnte man dort nur schwimmen, aber man könnte nicht laufen. Vor allem bei Sturmfluten holt sich das Meer immer wieder zurück, was Arst Hinrichsen und seine Männer zuvor dort aufgespült haben. Ein ewiges Kommen und Gehen. Doch wo landet der ganze Sand eigentlich? Er taucht an anderen Stellen wieder auf. So wie auf dieser großen Fläche vor der kleinen Hallig-Norderoog. Seit 15 Jahren türmt er sich hier zu einer neuen Insel auf. Und die wurde inzwischen auch besiedelt. Zahlreiche Pflanzen und Vogelarten leben jetzt hier. Norderoog-Sand steht deshalb unter Naturschutz, darf nicht betreten werden. Die Kormoraninsel ist jünger. Hier darf Arst Hinrichsen noch her und trifft auf müde Robben. Sie schlafen auf demselben Sand, auf dem früher vor Sylt Touristen lagen, bis auch er irgendwann wieder im Meer verschwinden wird. Danke für die Einladung. Sie hatten die Idee zu dieser Insel, auf der wir uns gerade befinden. Eben haben wir gesehen, dass in Deutschland jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Sand aufgeschüttet werden, um Sylts Küsten zu schützen. Nun haben Sie hier diese Insel als sogenannten Sandmotor konstruiert. Wie soll sie Hollands Küsten schützen? Sie sehen die Wellen, die da hinten von Südwesten kommen. Hier in Küstennähe, in der sogenannten Surfzone, brechen die Wellen und fließen am Strand entlang. Die dadurch entstehende Brandungsströmung geht in diese Richtung und transportiert den Sand weg vom Sandmotor, also der künstlichen Insel, hin zu den nördlichen Stränden. Genau in diesem Moment wird eine Menge Sediment dorthin transportiert. Wie können Sie sicher sein, dass die Strömungen das Wasser in die richtige Richtung drängen und den Sand von dem einen Ort zum anderen bringen? Bisher funktioniert es sehr gut. Im Großen und Ganzen decken sich unsere Vorhersagen mit den aktuellen Messungen. Wir haben vorher berechnet, dass pro Jahr 1 Million Kubikmeter Sand abgetragen werden. Und nach 2,5 Jahren haben unsere Messungen exakt 2,5 Millionen Sandverlust ergeben. Wo haben Sie diese Massen an Sand gefunden? Am Meeresboden, weit weg vom Strand, 20 Kilometer vor der Küste oder mindestens in 20 Metern Tiefe. Gibt es dafür auch finanzielle Gründe? Es ist viel günstiger. Ein Kubikmeter Sand kostet hier ungefähr 3 Euro. In Deutschland und anderswo in den Niederlanden liegt der Preis üblicherweise bei 4 bis 9 Euro. Was macht den Unterschied? Wir spülen große Mengen an einen Ort. Die Menge bestimmt den Preis. Was würde passieren, wenn Sie den Strand einfach sich selbst überlassen würden, ohne das Projekt Sandmotor oder sonstigen Schutz? Die Küste ist erosiv. Sie verliert Sediment und der Strand würde über kurz oder lang verschwinden. Das wäre fatal. Hinter den Dünen hier ist das Land sehr flach. Es liegt noch unter dem Meeresspiegel. Und dort leben Millionen Menschen. Hier sind große Städte. Es gibt eine Menge Industrie. Eine Überschwemmung wäre eine Katastrophe. Disaster.
Sand und seine Bewegungen und Auswirkungen. Wissenschaftler beschäftigen sich damit, Sportler erfreuen sich daran und Künstler werkeln damit. Und was wir dabei sehen, Sand ist nicht gleich Sand. Einmal im Jahr kommen sie nach Rostock-Warnemünde. Die weltweit besten Sandkarver. Das sind Künstler, die Skulpturen aus Sand schnitzen. Der Moment, in dem sie auf ihren Werkstoff treffen, ist für die Sandschnitzer ein ganz besonderer. In riesigen Kisten haben Arbeiter in den vergangenen Wochen den Sand zu festen Blöcken gestampft. Susanne Rüsseler aus den Niederlanden ist das erste Mal dabei. Nur ein paar Spachtelstriche und sie weiß, der Warnemünder Sand ist speziell. Sehr stark, stark, fest, strong. Es hat viele kleine Stones, Steine darin. Aber für das ist kein Problem. Ich mache einen Regenwald, Rainforest. Und das ist ein bisschen, it's okay, the small stones, but for andere Sachen vielleicht ist es ein bisschen ein Problem. Dann braucht man mehr Zeit, für etwas glatt zu machen. Gerade diese Steinchen und die unregelmäßige Korngröße sind das Geheimnis. Mit Wasser und Druck bildet sich daraus ein künstlicher Sandstein. Das ist Sand, den wir extra aus einer Sandgrube geholt haben. Aus Berlin-Brandenburg, und der hat die Eigenschaft, wenn man den jetzt so drückt, wie man es jetzt hier sieht, der hat ein ungebrochenes, eckiges Korn, und hier verzahnen sich die Sandkörner. Während der Strandsand, den wir hier haben, der geht leider nicht, da sind die Sandkörner abgerundet durch diese Wasserwellenbewegung. Ein Vergleich zeigt, die Sandkörner vom Strand links sind sehr rund und rollen weg. Der Skulpturensand hingegen klumpt gut, weil seine eher kantigen Körner sich ineinander verhaken. Das macht ihn zum idealen Baustoff. Susanne Rüsseler überlegt, wie sie die Festigkeit des Sandes optimal für ihr Motiv nutzen kann. Es wird ein Regenwald in Südamerika mit Ureinwohnern, die argwöhnisch die ankommenden Schiffe der Entdecker beobachten. Nebenan testet der künstlerische Leiter, wie belastbar der Spezialsand ist. Aus diesem gepressten Sandblock soll eine Brücke entstehen, die eine möglichst große Entfernung überspannt. Ich denke, wenn man so 40 cm, weil das hier noch sehr weich ist an der Seite, also 40 cm müsste das noch aushalten. Die Brücke wird nach und nach ausgehöhlt. Der Stein, der die Konstruktion zum Einsturz bringen wird, wiegt rund 40 Kilo. Bei 80 cm bildet sich schließlich der erste Riss. Man steckt ja nie im Material, und irgendwie ist es natürlich spannend, wie weit man gehen kann. Also ich habe schon gemerkt, Mensch, hält besser, wie ich dachte. Die Kunstwerke müssen 4 Monate unbeschadet überstehen. So lange ist die Ausstellung für Besucher geöffnet. Das Material wird anschließend fürs nächste Jahr eingelagert. Denn Bausand, mit dem sich so komplizierte Skulpturen und gewagte Torbögen modellieren lassen, ist schwer zu finden. Ronald, du bist einer der Kollegen von Marcel Stiever für die Untersuchung der Küste hier. Was macht ihr genau mit dieser Drohne hier? Weil mit dieser Drohne fliegen wir hoch über das Insel, und da habe ich eine Fernbedienung, da kann ich damit steuern, und wir haben auch eine Kamera hier, eine GoPro-Kamera, und damit können wir Bilder schießen und eine Movie machen, und dann können wir so Strömungen untersuchen, wenn wir Farbstoffe ins Wasser machen, und ja, dann können wir sehen, wie das alles entwickelt. Wenn du Farbstoffe ins Wasser legst, dann, das ist sehr hell, und dann kannst du richtig gut sehen, wie all die Strömungen gehen.
Und das ist super für die Forschung, ja. Sie benutzen ein ganz spezielles Vehikel für Ihre Untersuchungen? Stimmt, das ist ein Jetski. Und wofür brauchen Sie das? Wir messen damit die Bodentiefe, also die Höhe des Sandes an Land und im Wasser. Womit wird das gemessen? Mit dem Echolot hier hinten. Es geht runter ins Wasser und misst die Tiefe unter dem Jetski. Zusätzlich haben wir noch ein GPS, das die Position des Jetskis erfasst, und einen Computer an Bord. Der PC speichert die Daten des GPS-Geräts, also die exakte Position des Jetskis und des Echolots. Und jetzt probieren wir das Teil mal aus, oder? Geschafft! Das war definitiv eines der aufregendsten wissenschaftlichen Experimente, das ich bisher gemacht habe. Aber was genau haben wir gemacht? Schön, dass es Ihnen gefallen hat. Gerade haben Sie die Tiefe des Bodens hier in der Lagune gemessen. Wir benötigen diese Informationen, um zu verstehen, wie sie sich mit der Zeit verändert. Wir haben eine Menge Sand an einem Punkt aufgeschüttet und wollen jetzt, dass er sich Richtung Norden verteilt. Und zwar von selbst, nur mit Hilfe der Natur. Wir kommen jeden Monat zu unserer Basisstation und beobachten, wie sich der Sand bewegt. Viele Leute haben gerade genauso viel Spaß wie Dörte eben. Es geht nicht nur um den Sandpuffer. Das stimmt. Wir hatten insgesamt drei Ziele. Auf Englisch die drei P's. Profit, People und Planet. Profit, es ist der finanziell günstigste Küstenschutz dieser Art. People, wir möchten, dass Menschen den neu gewonnenen Raum in ihrer Freizeit nutzen können, zum Beispiel zum Kitesurfen. Und Planet, wir wollten ein Ökosystem schaffen, das man an geraden Küsten normalerweise nicht findet. Hat sich die Natur hier schon eingerichtet? Ja, hier hat sich ein völlig neues und ziemlich abwechslungsreiches Ökosystem gebildet. Wir finden hier eine ganz neue Flora und Fauna, anders als wir es von geraden Küsten sonst kennen. Neue Pflanzen und Vögel und sogar Seehunde sieht man hier manchmal. Seehunde. Die Seehunde. Das Strandgras, die Vögel. Ein wichtiger Schritt für die Natur. Man könnte meinen, der erste Schritt. Aber das Leben ist eigentlich längst schon hier. Und zwar direkt unter unseren Füßen. Im feuchten Sand gibt es jede Menge Platz für Lebewesen. Die wassergefüllten Räume zwischen den Körnern sind das Reich winziger Tiere. Die Welt der Sandlückenbewohner fasziniert zwei Forscher aus Wilhelmshaven immer wieder aufs Neue. Mona Hoppenrath hat sich auf einzellige Lebensformen spezialisiert. Ja, ich brauche nur ganz kleine Mengen Sediment, weil ich die kleinsten Organismen in dieser Sandlücke untersuche. Das sind Einzeller, Dinoflagellaten zum Beispiel, und da sind genug dann in einem Löffel voll. Alexander Kienecke hat es auf die größeren unter den Winzlingen abgesehen. Das ist jetzt ein relativ mittelfeiner Sand hier. Die Sauerstoffschicht ist auch nicht ganz so tief. Hier erwarte ich jetzt vor allem auch
Fadenwürmer, Nematoden und Bauchherlinge, mit denen ich mich beschäftige. Und hier tummelt sich auch der ärgste Feind der Sandlückenbewohner. Wir sind hier halt Spuren von, ja, in diesem Strand oder in diesem Wattbereich der dominanten Makrofaunaart, Arenicula marina, oder auch bekannt als der gemeine Wattwurm. Und der Wurm selbst liegt halt in einer U-förmigen Röhre, frisst dort immer Sand und hinten kommt der Sand quasi gereinigt wieder heraus. Denn mit dem Sand verschlingt der Wattwurm auch die Bewohner der Sandlücke, die er dann verdaut. In so einer Probe steckt ein komplettes Ökosystem mit zahllosen Individuen unterschiedlichster Arten. Sie haben sich perfekt an das Leben in der Sandlücke angepasst. Zum Beispiel der Bauchherling. Im Laufe der Evolution hat er spezielle Drüsen an seinen Beinen entwickelt. Aus denen sondert er bei Bedarf ein Sekret ab, das wirkt wie ein Superklebstoff. Damit kann er sich an einem Sandkorn selbst festkleben. Will der Bauchherling das Sandkorn irgendwann wieder verlassen, dann sondert er ein zweites Sekret ab. Das wirkt wie ein Lösungsmittel für den eigenen Kleber. Er lässt sein Sandkorn wieder los und landet, in diesem Fall, direkt unter dem Mikroskop. So, dann schauen wir uns die Proben, die wir heute in Schillig im Sandwatt genommen haben, mal genauer hier an. Ja, in diesem Bildausschnitt sind wir jetzt wirklich Vertreter von verschiedensten systematischen Großgruppen des Tierreichs. Verschiedene Kleinkrebse aus der Gruppe der Ruderfußkrebse, Copepoda. Und im linken Bildausschnitt sehen wir so noch einen Vertreter der Spinnentiere, nämlich eine marine Milbe. Ja, hier sehen wir jetzt mal ganz schön einen marinen Bauchherling, beziehungsweise zwei sogar. Ist der, wie sich sehr schön mit diesem langgestreckten, wurmförmigen Körper auch zwischen den Sandkörnern, die jetzt in dieser Probe noch vorhanden sind, hindurchdrückt. Da kommen auch ein paar Kollegen an. Im Laufe der Evolution haben sich viele der im Meer lebenden Tierstämme auch im Sandlückensystem eingenistet. Winzlinge wie das Bärtierchen passten perfekt in diese enge Welt. Andere Arten musste die Evolution dafür erst verzwergen. Wie winzig Sandlückenvertreter eines Tierstammes im Vergleich zur Verwandtschaft sind, zeigt ein Blick auf die Krebstiere. So eine japanische Riesenkrabbe misst zum Beispiel mit ausgestreckten Beinen fast 4 Meter. Wesentlich kleiner ist da schon der Taschenkrebs. Er bringt es aber immerhin noch auf etwa 20 cm Körperlänge. Die Nordseegarnele, oder auch Krabbe, gehört mit ihren wenigen Zentimetern Länge schon zu den kleineren Krebstieren. Selbst unter dem Mikroskop kaum noch als Verwandte der Krebse erkennbar dagegen die Copepoden, die Ruderflusskrebschen aus der Sandlücke. Mit deren allerkleinsten Bewohnern, den Dinoflagellaten, beschäftigt sich Mona Hoppenrath und sie entdeckt ständig Neues. Das passiert sogar vor der Haustür. Das ist ziemlich spektakulär eigentlich, denkt man ja. Hier ist alles gut untersucht und man muss in die Tiefsee gehen oder in die Tropen, um Neues zu entdecken. Aber jetzt hier in Wilhelmshaven habe ich einen kleinen Fleck Sand auch gefunden und natürlich sofort geguckt, was da ist. Und da habe ich jetzt hier in den Proben eine neue Art, wahrscheinlich sogar 2 neue Arten entdeckt. Das Leben in den Sandlücken steckt mitten in der Erforschung, voller Überraschungen und wirft immer neue Fragen auf. Die marinen Bauchherlinge zum Beispiel, die sind ja Kleinstpartikelfresser. Die essen zum Beispiel Kieselalgen, Bakterien vor allem, die ja auf den Sandkördern siedeln. Das ist so bekannt. Aber welche Arten speziell jetzt da als Nahrungsquelle genutzt werden, das sind so Fragen, die wir oft noch gar nicht beantworten können. Todsicher hingegen, auch hier gilt das Prinzip Fressen und gefressen werden. Einzeller, Bakterien und Algen sind Nahrung für allerlei mehrzellige Organismen. Diese werden zum Beispiel von den größeren Plattwürmern verschlungen. Alle zusammen landen irgendwann im Verdauungssystem des Wattwurms. Ökologisch betrachtet hat die Sandlückenfauna eine enorme Bedeutung für das marine Nahrungsnetz. Denn auch wenn ein Einzelorganismus, wie wir ihn hier unter dem Mikroskop angeschaut haben, winzig und unbedeutend aussehen mag, so ist die Masse zusammengenommen eben doch sehr wichtig und stellt auch eine sehr große Biomasse bereit und damit auch eine Nahrungsgrundlage für Jungfische, Fischlarven oder junge Garnelen oder den Wattwurm, den wir heute kennengelernt haben. Manche Zusammenhänge zwischen der Sandlücke und dem Rest der Welt sind offensichtlich. Wer weiß, vielleicht finden sich die Antworten auf offene Fragen ja auch hier, an den Stränden der Nordseeküste. Sand bietet also nicht nur Urlaubsspaß, sondern auch Baumaterial und Lebensraum. Sand schützt die europäischen Küsten und damit die Millionen von Menschen, die dort leben.
Schön, deine Sandburg hier. Wird das das Schloss von Versailles? Nicht ganz, aber auf Sylt ist es verboten. Hier ist es sicherlich erlaubt. Und das ist auch nicht so groß. Deswegen gibt es keine Erosionsgefahr, würde ich sagen. Nur deswegen ist es so klein. Ne? Ja. Dann können wir uns ja beruhigt verabschieden. Tut sinds, bis zum nächsten Mal. Tut sinds. Tschüss, auf Wanderlisch. Okay. Aber frohe Schein, der Rest der Karriere.